Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Mein Name ist Daniela Tüchler, ich bin Gemeindeberaterin bei Natur im Garten und ich zeige Ihnen heute, wie man durch das sogenannte Ringeln Götterbäume und Robinien fachgerecht eindämmen kann. Der Götterbaum Ailanthus altissima, der kommt ursprünglich aus Asien und es ist eigentlich ein super Baum. Er schaut wunderschön aus, er hält das Streusalz gut aus und er ist auch für Stadtklima gut geeignet. Und er ist eine Bienenweide mit einer unglaublichen Blütenpracht. Leider hat er aber eine ganz unangenehme Eigenschaft, nämlich, dass er sich unkontrollierbar verbreitet. Er produziert viele Samen und mindestens genauso viele Wurzelausläufer. Das macht es schwierig, Götterbäume wieder einzudämmen, wenn sie sich einmal angesiedelt haben. Das gleiche Phänomen, das haben wir auch bei der Robinie, Robinia pseudo-Akazia, die manchmal auch als falsche Akazie bezeichnet wird. Auch sie hat fantastische Blüten, ist ein besonders insektenfreundlicher Baum, aber wir haben das gleiche Problem. Ganz eine starke Ausbreitung über die Samen und haufenweise Wurzelausläufer. Die Robinie, die kann außerdem ganze Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen, weil es den Boden in ihrer Umgebung über und über mit Stickstoff anreichert. Konkurrenzschwache Pflanzen werden dadurch verdrängt und es wachsen bald nur mehr ein paar wenige, die diesen Überschuss an Stickstoff auch gut aushalten, nämlich Brennnessel, Schöllkraut oder Kratzbeere. Und dadurch geht die Artenvielfalt immer mehr verloren. Aus diesen Gründen sollten Götterbäume und Robinien nicht neu gepflanzt werden und bestehende Bestände sollten so gut wie möglich zurückgedrängt werden. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam an, wie wir das am besten angehen. Wir haben hier einen Götterbaumbestand und wenn wir da jetzt einen Götterbaum einfach absägen, dann würden die Wurzeln sofort reagieren und neue Stockausschläge machen und wir hätten in wenigen Monaten 20 neu ausgetriebene Exemplare oder sogar mehr. Um Götterbäume und auch Robinien sicher zu entfernen, macht man was ganz anderes. Man kappt die Verbindung zwischen Krone und Wurzeln durch 5 bis 10 cm breites Ringeln, also durch das Entfernen der Rinde inklusive dem Kambium. Und dadurch werden die Wurzeln ausgehend von der Krone nicht mehr versorgt, sterben langsam ab und der Baum wird geschwächt. Und jetzt kommt ein kniffliger Trick. Man lässt einen kleinen Steg mit ca. 10% vom Stammumfang stehen und über diesen Steg wird den Wurzeln vorgetäuscht, dass alles in Ordnung ist bzw. dass der Saftstrom intakt ist und somit entstehen keine neuen Stockausschläge. Gemacht wird es bei kleineren Exemplaren mit einer Axt, mit einem Rindenschäler oder einem sogenannten Rorfmesser und größere Bäume, die werden am besten mit der Motorsäge geringelt. Als Alternative könnte man theoretisch die Bäume auch fällen und die neuen Stockausschläge 10 bis 12 Mal im Jahr mähen und wenn man das über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren macht, schwächt auch das die Pflanzen meist ausreichend. Beim Götterbaum, da kann auch der Pilz Verticillium nonalfalfe eingesetzt werden. Dazu wird der Pilz mit einem Stechbeitel oder mit einer Axt unter die Rinde gebracht und auch das bringt die Pflanzen dann zum Absterben. Der beste Zeitpunkt zum Ringeln ist übrigens der Spätsommer oder der Herbst, bevor nämlich die Pflanzen beginnen, die Nährstoffe aus den Blättern in die Wurzeln einzulagern. Nach dem Ringeln mit Steg wird im Frühjahr des übernächsten Jahres der Steg dann ebenfalls entfernt und so sterben die Bäume ohne Ausläuferbildung nach ca. 3 bis 4 Jahren ab und können dann gefällt werden. Also Sie sehen, die Schwächung und Eindämmung dieser Neophyten, die erfordert relativ viel Geduld und ist auch aufwendig. Aber mit dem Ringeln ist eine Eindämmung möglich, es ist effektiv und der Aufwand, der lohnt sich.